Am 18. Mai 2014 konnte man nach der Einweihung des Feuerwehrhauses mit Jugendtreff beim Tag der offenen Tür hinter die Kulissen der Freiwilligen Feuerwehr Obertraubling und deren Arbeit schauen. Auch die Kids im Jugendtreff zeigten, was sie so drauf haben. Für das leibliche Wohl war auch bestens gesorgt und man konnte all die Technik der Feuerwehr bestaunen. Ja, es freut mich, dass wir heute unser neues Feuerwehrhaus in Obertraubling offiziell der Bestimmung übergeben konnten. Wir haben ein Feuerwehrhaus mit 4 Stellplätzen plus einer Waschhalle, ebenfalls als Stellplatz konzipiert. Wir haben verschiedene Schulungsräume, eine Einsatzzentrale und weitere Sozialräume für die Jugend, für den Aufenthalt, damit auch hier am Feuerwehrhaus eine Begegnung der Aktiven stattfinden kann. Das Gesamtvolumen, das finanzielle Volumen waren ca. 2,3 Millionen Euro, das die Gemeinde hier geschultert hat, um uns, um der Feuerwehr, ein modernes, zeitgemäßes Feuerwehrgerätehaus zur Verfügung zu stellen.
Jan kann die nächste Führung machen. Bei der Nachstellung eines Küchenbrandes zeigte sich, was man auf keinen Fall falsch machen darf, um ein Unglück zu vermeiden. Auch die Jugendfeuerwehr konnte man bei der Darstellung eines Einsatzes bestaunen. Nach dem Einsatzbefehl, der eigentlich nur enthaltet, wer was wie zu tun hat, weiß jeder der Feuerwehrmitglieder, was er zu tun hat. Im rückwärtigen Bereich des Feuerwehrautos wird ein Unterflurhydrant aufgebaut. Unterflurhydranten sind die ovalen Deckel auf der Straße, in denen wir ein sogenanntes Strandrohr einsetzen, aufdrehen und somit kommt praktisch aus der Straße das Wasser, das wir ins Feuerwehrfahrzeug einspeisen können. Die Feuerwehr Obertraubling recht herzlich hier begrüßen bei unserem Tag der offenen Tür. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Dominik Bäume, bin der zweite Kommandant der Feuerwehr Obertraubling und darf Ihnen hier einige Sachen zu unserer geplanten Fettexplosion erklären und im Anschluss wird dann auch eine kleine Einsatzübung stattfinden, bei der wir mit unserem Löschgruppenfahrzeug Ihnen zeigen, wie wir bei einem Brand, bei einem Küchenbrand vorgehen. Ja, hier zu dem Objekt. Wir haben eine Küche nachgebaut und in dieser Küche wurde Öl fettheiß gemacht und vergessen praktisch auf dem Herd. Was man jetzt da gehört hat, das war der Rauchmelder. Ich will hiermit Werbung machen für Rauchmelder, die gehören eigentlich in jeden Haushalt.
Ein Rauchmelder kostet wenige Euro, gibt es in jedem Baumarkt oder Elektrogeschäft und der kann Leben retten. Sobald ein wenig Rauch von diesem aufgespielt wird, fängt er laut zu pfeifen an, man wird auf jeden Fall in der Nacht wach. Wir haben schon Einsätze gehabt, bei denen so ein Rauchmelder wirklich Leben gerettet hat. Ohne den Rauchmelder wären bestimmt die Personen nicht mehr am Leben oder hätten massive Probleme bekommen. Das Fett wurde vor ca. 6 bis 8 Minuten erhitzt, wird jetzt weiter erhitzt und irgendwann fängt es von selber zu brennen an. Es ist ca. ein halber Liter Fett, der dann brennt und wenn man nur ein kleines Glas, auf Bayerisch ein Schnapsglasl, Wasser reinschüttet, dann kommt folgendes Phänomen zum Vorschein. Das Fett ist so heiß, dass das Wasser schlagartig verdampft. An den Dampfmolekülen haftet das Fett durch die größere Oberfläche und durch die Hitze gibt es eine Explosion, die Sie dann hoffentlich auch gleich sehen können. Der Rauchmelder hat ausgelöst. Und was machen wir dann? Was machen wir dann? Wir rufen am besten die Feuerwehr. Die Nummer dürfte eben bekannt sein unter der Nummer 112. Also jetzt sieht man auch von weiter weg die Flammen. Wenn man die Feuerwehr ruft, zur Information, vor allem auch für die Jüngeren, für die Kinder, es ist immer wichtig, die 5 Ws im Kopf zu haben. Man muss sagen, wer anruft, was passiert ist, wie die Situation ist und dann als allerwichtigste warten auf Rückfragen. Man kommt, wenn man bei uns die 112 wählt, in der integrierten Leitstelle Regensburg raus und die alarmieren dann die Feuerwehren und den Rettungsdienst. Also unser Kollege Eckel Thomas wird jetzt ein kleines Glas mit Wasser oder einem Becher da reinschütten und aufgepasst. Wenn das bei Ihnen in der Küche passiert, dann ist immer abzusehen, dass umliegende Gegenstände wie jetzt auch hier zu brennen anfangen. Wir haben jetzt die Feuerwehr schon gerufen und ich gebe Ihnen jetzt über Funk den Einsatzbefehl und diese werden dann anrücken. Das Ganze lasse ich über den Lautsprecher mitlaufen. Florian Oberdraubling 401 für die Leitstelle Regensburg. Oberdraubling 401, kommen. Ja, Einsatzbefehl, Küchenbrand, Oberdraubling, Edeka Straße 9, eine Person wird vermisst. Verstanden, Küchenbrand, Oberdraubling, Edeka Straße 9, Oberdraubling 401, Geräte aus Aussehende. Natürlich sind wir nicht immer so schnell an der Einsatzstelle. Je nach Entfernung zum Feuerwehrhaus kann es schon sein, dass wir 5, 6 bis 10 Minuten Anfahrt haben. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle sitzen wir ab und der Gruppenführer gibt einen ersten Vorbefehl an die Mannschaft, was wer zu tun hat. Dies wird auch oft schon im Feuerwehrauto eingeteilt. Jetzt erkundet der Gruppenführer, das ist in unserem Fall der Kodarski Thomas, ehemals Kommandant der Feuerwehr Oberdraubling, die Lage und entscheidet, was zu tun ist. Das langt normalerweise auch für einen Erstangriff, bevor dann aus Hydranten das Wasser entnommen wird. Der Artenschutzgrupp verlegt seine Zehnheit selbst und dann später das Gebäude in die Wohnung, in das Haus hinein. Rüstet sich ein zweiter Artenschutzgrupp als Sicherungsgrupp aus. Also ein Einsatz unter Artenschutzsysteme mit Gefahren verbunden und somit gehen wir auf Nummer sicher, falls denen ersten zwei was passiert, die was zwischen weiß man, wer drinnen ist, wo sie sind und wie viel. Es kommt sofort wieder zu. Er hat nur kurz einen Sprühstoß reingegeben, um die Umgebungsluft zu kühlen. Bei Zimmerbränden herrschen Temperaturen weit über 1000 Grad. Der Druck hat jetzt die vermisste Person gefunden. Das hat natürlich oberste Priorität. Die Person wird gerettet und jetzt wird der Küchenbrand komplett abgelöst. Unsere Artenschutztrupps sind
mit den modernsten Schutzgewändern ausgerüstet, wurden erst vor wenigen Jahren beschafft. Die Hosen und die Mäntel sind mehrlagig, dass man auch die Hitze nicht verspürt und in der Hitze arbeiten kann. Eine so eine Ausrüstung, nur das Gewand, kostet knapp 1000 Euro.